Die erste Begegnung mit Taylor Momsen ist eigentlich, dass so ein böse, ernste Mensch von Bauer mir immer ankennt, wenn wir in den Stadtparks bei haben. Und wir wussten eigentlich noch keine Feier von ihm. Wir wussten eigentlich bloß, wenn wir Frau haben, die Mann, die hat ganz schrecklich viele Kinder und die hat ganz schrecklich viele Bürger schreiben. Da wäre sogar alles, weil wir wussten. Das passiert ja nicht oft, dass ein Denkmal für einen Nobelpreisträger geklaut wird. Und dennoch just 2 Jahre für das 100. Jubiläum von sie Nobelpreis. Dobby hat die der Starken und ein paar Anoganas hier erlang meint, dass der Standort für das öffentliche Klo ganz und gar verkehrt wäre. 2000 war Bernd Laue nie Bürgermeister von Garn. Sein erster Tag als Bürgermeister lebt so. Ja, das wäre ein großes Ding. Ich lebe durch den Park und wo mir unser Denkmal von unserem Ehrenbürger Mommsen ankicken. Und als ich da ankäme, noch der Hain, da wäre die Stele noch da, aber die Büste wäre nicht da. Dann habe ich den Handwerksmeister von Buchhoff angerufen, ob der einen Auftrag gegeben hat. Habe ich auch nicht, aber ich sehe mich, weg kann ich auch nicht wählen, denn der ist bombensicher anmockt worden und ist granatensicher. Aber hey, wir nicht durch. Ja, und so habe ich dann Anzeige geschaltet bei der Polizei. Und das hat auch dazu geführt, dass ein Lächeln, der ganz Schleswig-Holstein loben ist, dass da einer dem Mommsenbüste anscheinend weggenommen hat, wie Nacht und Nebel. Das käme uns hier nun ganz gelegen, weil wir wollen auf jeden Fall, dass diese Kopf nicht mehr durch ganz Baum stund, 2,50 Meter über uns, wir müssen nicht mehr nach Baum kicken, sondern wir wollen hier, dass wir Taylor Momsen als Mensch von Angesicht zu Angesicht auf Augenhöhe begegnen. Und das womöglich durch nie Denkmal, das auf dem Markt für den Kark ging. Hier wird Taylor Momsen sein Vater mit 1841 zweiter Pastor. Man sagt Diakon dort. Und hier ist Taylor Momsen 1817 geboren worden. Ja, wir stehen hier vor das Ulldiakonat von Garding. Hier ist Taylor Momsen, ist ein Gang toll leid worden. Und hier 3 Jahre hier lebt, sie sind weg gegen ihre altes Loh. Und alle würden ihre Garding zur Beek kommen. Niemand von Familie. Und Deling wird das noch brückt, ist Gemeindehaus von der Schörk. Und der Schörk hat ja auch eine Ausstellung inrichtet und einen Ingang im Taylor Momsen. A Party ist das hier ähnlich, dass Taylor Momsens Own Tanken hier und Garding just von der Schörk gepflegt wird. Vor Taylor Momsens Silf, was alt Uhr ist in Ivrien Schörk gegangen. Es Priester sind, das hört man ja oft bei Priesterbörne, was hier ähnlich ein Themlichen, eigentlich ein Fien aus ein Meutsteiner. Von alt das wird mir Schörk zu Hube hören. In Jahr 2002 war Garn ob Momsen statt Garn. Ganz offiziell. Von den Kieler Innenminister absegnet. Ja, böse Zungen sagen ja immer, Jim Kötziger konnte Mommsen statt nennen, denn Mommsen ist ja hier 1821 Tonnen Tiet, als er noch Lütje Kind und in der Böckschatten hat, wegdrucken. Aber man muss sagen, wir haben immer ein gutes Verhältnis mit der Familie Mommsen pflegt. So wurde Theodor Mommsen all 1854 die Ehrenbürger von Garn. Und 1903, in paar Monaten für sein Tod, brachten die Garner in Gedenkstehen an sein Geburtshus an. Mommsen hätte das alles bloß per Brief und Foto zu sehen kriegen. Hier ist nie wieder ein Organ gekommen. Ja, vom Köge nur danke, dass jetzt der Garding einmal voller von seinen ihren Bürger wird, was vorher ihren können wir sehen, dass er das noch aus ist, vor das hier Hüss, das Schul ist nur gong nörri malt worden, und der was nie gilt für dir, aus der Heves denn und Garding eine Initiative gründet. Mommsen brugt Pfaff. Und so kam das Geld auch zusammen. Jo, Mommsen kam die Lütten in den Mut. Ein Zug von der Nordostseebahn, der NOB, der durch Rahn fuhrt, kriegt auch den Namen Theodor Mommsen. Und der Künstler Erhard Schiel kriegt den Auftrag und malt ein Bild mit Mommsen in den Wolken und Bürgermeister Ackermann, der sich für einen Windpark in Garn stark mockte. Also Mommsen als moderne Werbeträger. In der Garner Diakonat wurde Taylor Momsen erst der Älteste geboren.
Theodor Mommsens Mutter, Sophie, geborene Krumphaar, käme aus Altenau. Theodor Mommsens Vater, Jens Mommsen, wäre es 1800 Süsternorgan gekommen und hatte steht als Diakon kriegen, für hier hat er gar nicht heiraten konnt. Das ging ganz sünni Tobi de Mommsens. Sie haben wenig Geld, denn es steht als zweite Pastor, wer kümmerli betalt. 1821 trocken sie nach Oslo in Holstein. Aber da blieb Jens Mommsen auch bloß Diakon. Erste Pastor mit ordentlich wat Geld und Ansehen, wohin nie. In Oslo wurde Theodor Mommsen nur groß. Geld haben sie alle nicht, aber Bildung. Sein Vater, der Diakon, konnte in ganze Masse sprechen. Hier in der Richt sind Kinder Sömstuhus. Und mit Sömtern Jörg ging sein ältester Theodor denn ob Altona Christianeum und Moktor in glänzende Abitur. Theodor Mommsen hat ein Schwester und zwei Brüder, Tycho und August. Alle drei Brüder interessierten sich für die Antike, die ohne Griechen und Römers. Aber Theodor der Ältste kriegt sich doch aber mit den beiden anderen in die Woll. Das wäre sein Fachgebiet. Und da konnte so in Brass kommen, dass die anderen Fürsten die dass sie keine Ahnung haben. Hey, seh, was ich mein, und das deutlich und ohne Rücksicht auf Verluste. Die Schwester Marie hat das nicht Licht zwischen den drei Brüdern zu vermitteln. Theodor Mommsen war Student in Kiel. Zusammen mit seinem Bruder Tycho und mit dem damals noch unbekannten Husumer Dichter Theodor Storm schrieb er ein Gedichtband, Liederbuch dreier Freunde. Er beschäftigte sich damals in seinem Freizeit auch mit Sagen und Schleswig-Holstein. Aber für ihn war er Jurastudent. Und dabei kriege ich auch mit das römische Recht zu tun, das Recht von der alten Römers und der Antike. Das führt dazu, dass er sich bald bloß noch mit der römischen Geschichte befordern will, dass er Historiker war. Er reist jahrelang durch Italien, lehrt anno Historikers kennen und ganz wichtig, schrieb er alle latinischen Inschriften von Römers auf, die er finden konnte. Sein Freund mockten sich der Römer werden lustig, da die Italiener da schon lachen von, da die deutsche Gelehrte an alle möglichen Plätze ohne Inschriften aufschrieben die. 1848 rief das in Schleswig-Holstein die Erhebung gegen die Dänen. Und Theodor Mommsen war nun auch politisch und Redakteur von der Schleswig-Holsteinischen Zeitung in Rendsburg. Mommsen wäre nationaldeutsch und dort liberal und demokratisch instellt. Die schleswig-holsteinische Adel wäre auch nationaldeutsch, aber versuchte Mommsen als Redakteur was für zu schreiben. Und so schmied es ihm Posten als Redakteur hin. Nur wurde Professor für römische Recht an der Universität Leipzig. Er heiratet auch und kriegt mit seinen Fußsüstern Kinder, wovon vier Frühsturm sind. Das wären unruhige Jahre in der Revolutionszeit um 1848. In Leipzig sehe ich auch wieder politische Meinung, liberal und demokratisch und gegen Fürsten und Adelsmacht. Und da wurde er sogar verurteilt und schon ins Gefängnis, wurde aber doch noch begnadigt. Aber sie steht als Professor in Leipzig, wer hier los. Da die Deutschen das Schikanieren von Fürsten und Adel mit sich morgen läden, konnte er gar nicht begriffen. Er muss damals nötig ruht aus Deutschland. Bang wehen und den Schnut holen, wäre nix für ihn. Er ging in paar Jahren nach Zürich in der Schweiz und wohnte dort Professor für römisches Recht. Bald kam er wieder zurück. Erst nach Breslau und dann auf 1861 als Professor für römische Geschichte in Berlin. Die erste Zeit wohnte er mit seiner jungen größeren Familie in der Schöneberger Straße. Das Haus steht nicht mehr. Dann in der Marchstraße, ganz in der Nähe, wo heute Ernst-Reuter-Platz ist. Das Haus steht auch nicht mehr. Mommsen wir inzwischen in Berühmtheit und Gull Aldomolz als ein von den größten Historikers von Deutschland und von der ganzen Welt. Das käme für all von sin vierbändige Werk römische Geschichte. Er hat damit die ganze moderne Wissenschaft von der Antike in neue Richtung gegeben. Denn er hat das organisiert kriegen, dass ein großer Teil von Historikers in Deutschland und Italien alle latinische Inschriften von den Römers systematisch absammeln ging. Das wird deutsche Gründlichkeit und hier Söms Arbeit als ein Pferd, schrieb und forscht in ein Tour. Bis zu sein Tod schrieb er über 1500 Artikel, Absätze und Bögers. Sein Denkmal steht für die Universität und da sitzt er nur noch und kickt nachdenklich. So als wohl auch entleben, denn für all und Öller habe ich mit Selbstzweifel und Schwermut zu kämpfen. So sitzt er also in Berlin, eine Prachtstraße unter den Linden, ganz in der Nähe zur politischen Prominenz als der Ole Fritz. Politisch wäre Mommsen in seinem Berliner Tiet noch jünger. Mit Bismarck kriege sich schrecklich in die Wohl.
Mommsen schmied ihm vor, dass er das moralische Rückgrat der Deutschen zerbrochen, Herr, und die Menschen betrügen würde.